Als ich ins Restaurant zurückkehre, haben Miss Mondo und Mr. Mondo bereits, wie von Diego prophezeit, die dritte Flasche des teuersten Weines geleert. Sie rufen mich zu sich. Herr Mondo sieht mich mit seinen wasserblauen Augen trübe an und sagt schleppend: Wir hätten gern noch zwei Gläser von diesem Wein. Ich informiere Diego. Der flucht. Sag den Idioten, dass dieser exklusive Wein nur flaschenweise ausgeschenkt wird. Ich tue es. Die Geschichte ist lustig, rasant, schnell und tiefsinnig. Und meine Lieblingsfigur ist Diego, der kolumbianische, warmherzige, liebenswürdige, schwule Kellner. Oh, ruft Miss Mondo enttäuscht. Dann kichert sie. Wir wollen aber doch nur ein Glas, beharrt Mr. Mondo. Eins für Sie und eins für mich. Diego soll kommen, quengelt Miss Mondo. Wieder gehe ich zu Diego. Der kriegt einen Wutanfall. Mama mia, schimpft er. Ich mache den Arschlöchern eine Flasche auf. Sollen sie davon so viel saufen, wie sie wollen. Wir berechnen nur, was getrunken wird. Er stürzt davon, die Flasche aus dem Keller zu holen. Ich gebe Miss und Mr. Mondo Bescheid. Die sind happy. Wetten, dass ich am Ende die ganze Flasche bongen werde? Flüstert Diego mir vorbeigehend zu und lacht.